Man hätte den Heiltrank auch einfach jetzt nehmen können. Oh, cool. Dann halt nicht. Oh! Uff, was ist das denn? Was für ein Riese! Das ist Giganto! Giganto? Och, darf ich bitte erstmal heilen, bevor er jetzt diesen Typen angreift? Ah! Lavitz! Ich habe davon gehört, aber er ist real. Die, mit denen er bis jetzt gekämpft hat, waren wohl keine wirkliche Herausforderung für ihn. Nun, er ist immer noch kein Drache. Weg. Ich habe doch gerade aus einem fetten Kampf gehabt. Ich darf mich ja nicht mal heilen. Oh, Kacke. Aua. 16 Damage. Na gut, es geht noch. Bam. Okay. Giganto. Gut, ich nehme meinen Heiltrank. Vorsichtshalber. Macht die Hälfte an HP wieder voll. 115. Aua. Gut, 14 Damage ist weniger als 40 Damage. Die der andere Typ vorher gemacht hat. Das war schon übel. Ah, die Musik ist auch cool. Die Kampfmusik, das ist echt mega. Gefällt mir. Oh, was machst du? Aua. Er hat ihn voll in den Boden gerammt. Au. Du musst es erledigen, sonst zermalmt er dich. Okay. Au. Nein! Auch jedes Mal, wenn man diesen Angriff verfehlt, dann stampft er einen in den Boden rein. Wie er gerade schon gesagt hat, dann zermalmt er einen. Och nö. Kongol brauchen keine Waffe. Kongol besiegen dich mit bloßen Händen. Shit, das darf doch nicht wahr sein. Glaube ich ihm sogar? Ja. Das ist ein Klumpen von dem Typ. Und er braucht irgendeine andere Stimme. Er sowas so, Kongol brauchen dich. Kongol. Kongol treffen. Aua. Das ist unfair. Klingt nun wie der König. Ja, eher so, Kongol doof. Au, 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 au. Oh, was macht der? Au. Du Pisser. Boah, der macht mich echt zu Hackfleisch, der Typ. Shit, das darf doch nicht wahr sein. Ich hab doch gedrückt. Aua. So, jetzt muss ich aber erstmal mit Dart heilen. Mal einen Heil-Dart-Pfeil benutzen. So. 105 HP. Oh, Kacke. Aua. Oh, voll die Clothesline gemacht. Nein, wieso darf der zwei... Nicht doch! Hör doch auf damit. Aua, Kopfnuss. Ah. Bam. Ja, so brutal, der Typ. Aua. Brutalo sollte man ihn eigentlich nennen. Brutalo, der Zerstörer. Och, das gibt's nicht. Ich ein scheiß Timing heute. Ja, Lavitz muss noch mal heilen. Regeneriert allen... Okay. Na gut. Dann nehme ich mal das Ding. 53 nur. Okay, das ist schlecht. Das ist nicht viel. Auch nicht schon wieder eine Clothesline. Aua. Na gut. Okay, Dart war aber voll geheilt. Ist wenigstens etwas. Ich überlege gerade mal hier so ein Dingens zu benutzen. Explosion verletzt alle. Funkennetz. Donner Multi. Totalzerstörung. Komm, wir probieren mal hier Totalzerstörung. Renne, du Penner! Uah! Oh, 220.
Ich glaube, es ging bis 250 hoch. Ne? 68 Damage, das hat doch mal geholfen hier. Ja, ein bisschen gekokelt, der Junge. Aber er ist noch nicht tot. Au. Kommt nicht nochmal die Attacke von ihm. So, er ist rot. Er ist im Roten. Sehr gut. Bam. Komm schon, geh tot, du. Aua. Was? Nein! Hä? Was ist das denn? Hä? Was ist das? Bam! Wie cool! Ach, das ist die vom Anfang! Das Mädel! Wach auf! Dragoon, da ist rotäugigen Feuers! Hä? Was ist denn jetzt los? Boah, wie cool! Bam! Mega! Boah, wie cool! Was um Himmels Willen! Cool. 300 Erfahrungspunkte, das gibt ein Level-Up für beide. Nice. Level-Up. Yes. Und wir haben einen Flammensturm als neuen Zusatz für Dart bekommen. Sehr cool. Und ein Krafthandgelenk. Ja, cool. Die sind nicht menschlich. Weg hier. Dart, du, was ist mit dir passiert? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Der Drachenritter, der Dragoon ist geboren. Ich bin überrascht, dass du nicht gestorben bist. Giganto stirbt nicht. Giganto wird es dir heimzahlen. Ja, aber erstmal renn ich weg. Dart! Du bist in Sicherheit. Oh Gott. Was ist passiert? Wenn ich Shaynas Gesicht sehe, fühle ich mich erleichtert. Ich dachte, erledigt. Dart! Geht es dir gut? Ich bin ein Dragoon, ja, ich weiß. Aber, was auch immer das heißen mag. Was willst du von Dart? Was hast du mit ihm gemacht? Und Platsch. Ich habe nur... Hört auf, beide! Warum schreit man mich an, wenn man mir dankbar sein sollte? Bist du wieder zu dir gekommen? Ich war... Ich bin froh, dass du wieder zu dir gekommen bist. Du bist... Rose, schön, dich wiederzusehen. Du kennst Dart? Ich hab's dir doch gesagt. Ich habe gerade sein Leben gerettet und das nicht. Zum ersten Mal. Ich will es aus Darts eigenem Mund hören. Du erklärst... Ich verstehe nichts. Sie hat mein Leben gerettet und sie ist sehr wichtig für mich. Wenn ich das zweite nehme, dann könnte es da so einen kleinen
ne? Also, da könnte jemand eifersüchtig werden. Meine ich jetzt einfach mal so. Das könnte man eigentlich machen, oder? Versuch's. Okay. Sie ist ja wichtig für mich. Sie ist eine wichtige Person in meinem Leben. Willst du mir schmeicheln? Nein, auf keinen Fall. Ohne dich hätte ich es noch nicht mal bis nach Seelis geschafft. Dann war also die Person, die dich vor den Drachen gerettet hat. Yep. Sie war es. Da wir gerade von Rettung sprechen, ich habe mich noch nicht bei dir bedankt. Ach, ich brauche keinen Dank. Ich habe es gern getan. Mhm. Ich verstehe. Aber warum bist du hier? Es wäre ein bisschen merkwürdig, wenn das ein Zufall wäre. Ich bin dir gefolgt, weil ich von dem Artefakt, das du besitzt, fasziniert war. Dem Dragoon Spirit des rotäugigen Drachens. Wow. Dieses Licht ist... Du verdienst es, Drachen zu beherrschen. Dieses Licht ist der Beweis dafür. Wenn der Dragoon Spirit erst einmal angefangen hat zu leuchten, dann musst du dein Schicksal als Dragoon akzeptieren. So wie ich. Aha. Ich wusste nicht, dass das Andenken meines Vaters so viel Macht hat. Du hast es von Anfang an gewusst. Deshalb hast du ihn gerettet. Ich wusste es nicht. Es war ein Test, um herauszufinden, ob er ein Dragoon ist. Wärst du kein Dragoon, wärst du jetzt tot. Woher weißt du solche Sachen? Du weißt zu viel über die Dinge, die keiner wissen kann. Was? Er ist so doof, ey. Das ist immer noch besser, als unwissend zu sein, oder etwa nicht? Ja, das stimmt, aber es ist nicht das Wissen allein. Es ist ein Stück der Legende, die verloren gegangen ist. Minister Neusch hat mir darüber berichtet. Die Leute, die den Menschen in den Drachenkrieg zum Sieg verholfen haben, waren die Dragoons. War das der einzige Grund, warum du mich beschützt hast? Nur weil ich Dragoon Spirit habe? Ich war wirklich selbst überrascht, aber jetzt weiß ich auch warum. Ihr seht aus wie meine lieben alten Freunde. Sie lebten in einer turbulenten Zeit, dennoch waren sie stark genug, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Sie wussten, welcher Weg zu nehmen war und welche Dinge getan werden mussten, um den Feind zu besiegen und die Leute zu beschützen. Bei euch habe ich das gleiche gefühlt. Deswegen muss ich es einfach tun. Versteht ihr mich jetzt? Ja. Darf ich dich was fragen? Was machen Sie jetzt? Sie sind alle fort. Das gehört alles der Vergangenheit an. Das tut mir leid. Ich glaube, ich habe dir Unrecht getan, Rose. Das ist in Ordnung. Ich bin daran gewöhnt, dass man mich hasst. Okay. Ist der Anführer der Ritterschaft Sir Caesar hier? Das siebte Fort wird von Sandora angegriffen. Was? Schon wieder? Hallo. Das siebte Fort im Marschland wird von Drachen angegriffen. Die 10. und 13. Ritterschaft sind fast besiegt. Wir bekommen noch Lebenszeichen von den Überlebenden. Woher kam er? Aus dem Wald über dem Vulkan Vilut. Anscheinend gibt es dort ein Drachennest. Okay. Gigantos und Drachen. Nee. Gigantos und Drachen. Es ist kein Kampf zwischen Menschen. Wenn wir den Drachen nicht besiegen, haben wir keine Zukunft. Ruf den Rest der Ritter zusammen. Wir werden das Drachennest angreifen. Die Ritterschaft ist zwar der Zahl nach überlegen, aber es sind nur Menschen. Menschen können keine Drachen besiegen. Wenn es so weitergeht, wird Basil vollkommen zerstört werden. Das wissen wir erst, wenn wir es versucht haben. Ach. Hältst du einen sinnlosen Tod etwa für herrenhaft? Aber Dragoons können Drachen besiegen. Was? Dart. Du solltest das verstehen. Unsere Form der Existenz ist anders. Wir sind jenseits der menschlichen. Das stimmt. Dragoons, die ja angeblich die Drachen beherrscht haben sollen, können gegen Drachen kämpfen.
Vielleicht schaffe ich es. Oder ich weiß immer noch nicht. Ja, vielleicht schaffe ich es. Ich habe die Macht des Drachen in mir gespürt. Ich schaffe es. Ich glaube an diese Kraft. Ich fühle mich erleichtert. Keiner außer der achten Ritterschaft kann weiterkämpfen. Dart, Rose, ihr seid die anscheinend die einzigen, die auf die wir noch zählen können. Caesar, deine Wunde ist wieder aufgegangen. Ach, so eine Fleischwunde. Ist nicht so wild. Dart, Rose, das Königreich Basil ist verloren, wenn ihr die Drachen nicht besiegt. Also? Du kannst mir vertrauen. Ich werde für dich mitkämpfen. Ich werde auch gehen. Es reicht wahrscheinlich nicht, wenn nur Dart und die anderen gehen. Shayna, du solltest bleiben. Nein, ich gehe. Ich kann den anderen auch helfen. Drache? Der grünzahnige Drache, Feyebrand. Das bringt die altbekannte Angst zurück. Das wirklich Beängstigende hat noch nicht mal angefangen. Okay. Also, das Örtchen ist offensichtlich ein kleines bisschen angeknabbert worden. Ja, gut, das passiert. Uff. Ja. Nun, die haben ihren Tisch verloren. Das tut mir leid für sie. Hallo? Das Drachennest liegt über den Vulkan Vilut. Basil kann nicht siegen, wenn wir nicht den Drachen schlagen. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Okay. Gut, dann gehe ich mal wieder. Ciao. Ja, gut. Hier oben stehen jetzt auf einmal zwei. Die standen eben noch nicht da. Ich hätte Herrn Dart gerne gesehen, als er Kongol besiegte. Ich bin noch hier. Ja, ist gut. Okay. Na gut.